Yo, Jessie! Ups. Au. Oh. Hi. Drücke X vor einer Leiter, um dich an ihr festzuhalten. Danach kannst du mit den Richtungstasten hinauf und hinunter klettern. Ein Trank. Drücke X vor einer Leiter. Ach Gott. Bup, bup, bup. Runterfallen kann ich hier nicht, ne? Ich hoffe. Fragezeichen? Oh Gott. Apropos, ich wollte mal gucken, gibt es hier irgendwie sowas wie ein... Speicher. Oh Gott, ich kann hier nicht speichern. Ich kann nur zu bestimmten... Nein! Ich kann hier nur zu bestimmten... Speicherpunkt. Oh no. Ich kann nur an den Sachen speichern. Nein! Lass mich raten, es gibt auch kein Autospeichern, ne? Das kann ja eiter werden. Also, wir merken, ich muss jedes Mal speichern, wenn ich kann. Scheiß was drauf, ob ich wirklich speichern muss. Ich speichere einfach immer. Barrett greift auch nicht den nächsten an, ne? Scheiße. Doch. Rauchschuss. Mist. Multi-Attacke! Was sage ich? Multi-Mut-Attacke. Sorry. Limiter aufgeladen. Das ist übrigens nur heute so. Ab morgen wird mir das wahrscheinlich derbe auf den Keks gehen. Glaube ich. Heilung. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Tu's einfach, Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Gut, wie du willst. Vorsicht. Das ist mehr als ein Reaktor. Was ist los? Hm? So, hä? Was willst du? Was ist los, Cloud? Beeil dich! Sorry. Hätte ich erst noch durch die Tür gehen müssen? Boah, diese Soundeffekte, so geil. Aufgepasst, da kommt was! Den kennen wir. Ein bisschen anders, aber den kennen wir. Ich sollte mal gucken, habe ich einen Heilungszauber? Wahrscheinlich nicht, ne? Gewehr! Blitz! Thank you.
Ich glaube, Blitz macht am meisten... Ja. Limit Feuerball. Au. Blitz. Ich habe aber gleich keine MP mehr, ne? Ja, obwohl es geht noch. Es hat schon was, es hat schon was. Schwanzlaser. Mies. Cloud Limit Technik. Nee, erstmal Trank. Cloud. Schwanzlaser. Ob das reicht? Ich glaube aber nicht, ne? Sieht man von denen irgendwie eine Lebensanzeige? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh ja. Huhuhu, geschafft. By the way, man kann alle PS1-Spiele auf PS3 spielen. Nein. PS3 ist nicht abwärtskompatibel, oder? Ich meine, nein, nicht auf der PS3. Komm, nichts wie weg hier. 10 Minuten bis zur Explosion. Was? Die Zeit ist einfach weitergelaufen? No! Doch, sie, nicht die nicht die PS3. Die PS2, ja, aber nicht die PS3, weil die hatten... die... Doch, ist sie... nicht die PS3. Hat er jetzt gespeichert? Fuck. Das ist mir neu, weil die PS3 ist nämlich die PlayStation, die eine neue Architektur hat. Die ist mit den anderen nicht kompatibel. Also die hat eine komplett andere Architektur. Oh fuck. Gab Probleme mit der PS2. Gab eine Version, die PS2-Spiele abspielen konnte. Ja, aber... Aber yo, PS1, meine ich, war kein Thema. Wirklich? Das ist mir dann nämlich neu. Der sich freut.
Also das ist mir dann neu. Mir war immer so, dass die PS3 gar nicht kompatibel mit anderen Playstations ist. Kommst du jetzt mit? Alles okay? Mein Bein steckt fest. Danke. Ja, spring über mich rüber, du Troller. Ich glaube, allein bis hierhin hatten wir schon 6 Stunden Spielzeit oder so gefühlt. Nein, 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 nein. In dem Remake hatten wir, glaube ich, bis hierhin schon 4 Stunden, 3 Stunden, irgendwie sowas. True. Aber ich mochte das Remake. Ich fand das Remake gut. Schaffe ich das? Ich habe jetzt noch 6 Minuten. Schaffe ich das? Erste Valo-Runde gleich gewonnen. Ja, Glückwunsch. Psst. Schalter ein. Code entziffert. Code entziffert. Okay, das ist schon geil gemacht. Also man muss das ja immer so ein bisschen in dem Zeitverhältnis sehen, aber holy shit. Das ist bestimmt so mega Mindblow gewesen. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Sein Popo war angebrannt. Okay, lasst uns verschwinden. Rendezvous an der Station im Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey. Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Echt jetzt? Kann ich da irgendwie ran? Genau, renn Aerith um. Oh. Entschuldigung. Was ist passiert? Leute, soll ich euch die Entscheidung überlassen, wie wir antworten? Ja, da bin ich aber für. Wir machen eine kurze Umfrage. Extras. Puls. Open. Antwort.
geben. Du verschwindest. Achso, warte. Du verschwindest nichts. Open. Bitteschön. Tragt 1 für du verschwindest oder 2 für nichts ein. Go, go. Also Ausrufezeichen, vote und dann 1 oder 2 eingeben. Einfach direkt in den Chat. Bitte. Keiner will antworten. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Keiner da. Ja, anscheinend. Verdammt. Jetzt wollte ich das mal anders ausprobieren mit dem... mit dem Ding, aber... Dankeschön, Basti. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Und ich habe extra gedacht, ich habe nämlich, beziehungsweise der Hausmeister hat mich gestern drauf angesprochen, dass das so ja viel cooler ist. Der, die Gewinnerin ist, du verschwindest. Okay. Was ist passiert? Du verschwindest hier lieber. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist gut. Tschüss, Aerith. Hat sie da... Das sieht aus, als hätte sie eine Hose an. Schon echt cool aus. Und da ist ein Trank. Die Musik ist auch voll schön. Da geht's nicht lang. Was? Ich kann sie anreden? Ich habe doch gerade bei einem das probiert, aber das hat doch nicht funktioniert. Ah, ich frage mich, was da drüben an der Wand ist. Mal sehen. Lasst euch von Shinra nicht zum Narren halten. Die Mako-Energie hält nicht ewig vor. Mako ist die Lebensquelle des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten, Avalanche. Mhm. Was zum Geier geht hier vor? Ja, das frage ich mich auch. Besonders, wer sagt denn was zum Geier? Ich werde bestimmt ganz viel übersehen und nicht machen. Hey, du da! Shinra-Soldaten bekämpfen? Später. Oh. Okay. Das war jetzt eine einfache Entscheidung. Bim! Angriff! Oh ja! Bim, 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 bim. Maschinengewehr! Bim! Keine Items. Was zum... Bekämpfen. Wir brauchen die EP. Wir brauchen die EP. Wen wollt ihr damit kitzeln, hä? Fanfare, die kennt jeder. Auch jeder, der also nicht mal, wenn man, also wenn, selbst wenn man das Spiel nicht gespielt hat, kennt man diese Melodie.